Willkommen, liebe Kryptonauten, zu einer neuen Ausgabe der wöchentlichen Marktanalyse. Alter, was ist denn gerade los? Ja, passend zum Mittwoch, die Federal Reserve Zinsentscheidung. Ja, geht hoch, klar. Und ja, wir haben noch ein bisschen Arbeitsmarktdaten, die eigentlich so ausfallen, wie sie erwartet wurden. Aber was ist denn gerade los auf dem Markt? Beziehungsweise, ich werde das Video ein bisschen später sehen. Ja, wir sind sehr, sehr stark gepumpt und pumpen auch gerade weiter. Ja, was soll ich sagen? Ich hätte gesagt, ja, wir schauen einfach mal rein. Ja, Bitcoin, komplett anders als erwartet. Also, wir machen es schon mal in der Übersicht so ein bisschen. Aktuell seht ihr Bitcoin, der stark nach oben ausgebrochen ist. Ethereum. Ja, bricht immer noch nach oben aus, sehr, sehr stark. Dann S&P 500 auch immer noch am Steigen. Der Dow Jones auch noch am Steigen. Sehr krasse Kerzen, wo wir hier sehen. Ja, der DAX, der hat natürlich schon zu. Und was ist der Grund? Ja, das hier, das ist der Grund. Und zwar der DXY, der US-Dollar Currency Index, wird geschortet. Aber volle Hebel. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Der wird so dermaßen nach unten gedrückt. Und wenn, ja, wie soll ich sagen, wenn der Dollar weniger wert ist, ja, dann ist Kryptowährung mehr wert. War ich schon immer so. Und wenn ich mal hier die kleinen Kerzen angucke, die eigentlich vorher schon auch nicht klein waren, ja, und ich habe hier so eine Mörderkerze, die ist rot. Und bei Bitcoin eine Mörderkerze, die ist grün, wie ihr seht. Also, ja, das ist der Grund. Da kommt mal weiter, der Nikkei Index, GPY. Steigt und steigt und steigt, der rasiert gerade auch alles weg. Also es war ein, quasi, wie soll ich sagen, also Position liquidiert nach oben. Ja, den kann man ja auch shorten oder long gehen. Der Nasdaq 100 US Cash, ja, geht auch steil nach oben. Also alles, was, alles geht nach oben, ja, und wie ihr seht, der Dollar fällt. Und wenn der Dollar fällt, wie gesagt, ist alles gut für die Aktienmärkte und auch natürlich für uns im Bitcoin-Bereich und im Ethereum-Bereich. Ihr seht es, also puh, ja. Sehr, sehr krass. Aber jetzt wisst ihr, warum das passiert. Was hätte denn passieren sollen? Also es ist in der Woche eigentlich schon, ja, wie soll ich sagen, nicht viel passiert. Wir sind seitwärts gelaufen, also weiterhin sehr stark seitwärts. Wir haben oben die Widerstandslinie nochmal angetestet, sind dann runter am ja, Montag. Eigentlich sind wir am Sonntag erstmal hoch, am Sonntag hoch ist eigentlich relativ unwahrscheinlich, also ja, ungewöhnlich, sage ich jetzt mal, und dann sind wir am Montag die ganze Zeit runter. Warum sind wir am Montag runter? S&P 500 ist runter. Also hier in diesem Bereich. Jetzt testet er sogar die 4.122 Dollar an. Ja, ganz krass. Ja, Dow Jones ist in dem Bereich nach unten. Der DXY ist in dem Bereich dann nach oben. Der Nikkei, der ist in dem Bereich auch runter. Das war auch Montag. Und der Nasdaq ist auch runter. Und deshalb ist der Rest mit runtergekommen. Jetzt bin ich mal gespannt. Der Nasdaq zum Beispiel, wie weit der noch nach oben will, beziehungsweise wie weit der DXY noch nach unten will. Okay. Achten wir jetzt aber einfach mal drauf, was sollte denn passieren? Also wir haben natürlich immer noch den starken Ausbruch nach oben und aktuell sehen wir hatten hier in dem Bereich ein Falling Wedge, das auch nach oben ausgebrochen ist. Ja, das ist quasi diese Kerze, Preisziel wurde erreicht. Machen wir weg. Und dann aktuell bilden wir ein Rising Broadening Wedge. Das heißt, ein aufsteigender Keil, also auseinandergehender Keil. Und wenn ich mir das so angucke, müssten wir eigentlich so Ausbruchsziele, wenn dieses Pattern natürlich zum Tragen kommt, na, wo ist er denn hier? Wir nehmen die Mitte. Ausbruchsziele von, ja, wie soll ich sagen, 21.400 nehmen. Jetzt gucken wir doch mal, was ist bei 21.400? Wir gehen mal in den Daily, Tageschart. Whoop. Ihr seht, der Pfeil ist noch da. Der hier, der Pfeil. Und dann gucken wir mal, was machen unsere Moving Average Linien. Oh, wie ihr seht, die Ribbons können wir mal ein bisschen, also das sind die grünen Linien hier, mal ein bisschen außer Acht lassen. Aber diese gelbe Linie ist unsere EMA 200 Tageslinie und da
die bietet Unterstützung aktuell hier so in diesem Bereich. Und da könnten wir natürlich auf jeden Fall nochmal nach unten bouncen. Durch den Schub jetzt, aber könnte natürlich nochmal sein, dass man einfach nochmal hochgehen. Guckt man gleich mal. Was haben wir denn sonst noch? Wir haben natürlich außer unsere EMAs, haben wir natürlich noch unsere Moving Average Linien. Wir haben hier die grüne Linie, das ist die 50-Tages-Linie. Die steht ungefähr bei 19.000 und die 200-Tages-Linie steht bei 19.700 mittlerweile. Ihr seht, die laufen hier so ein bisschen spitz zusammen. Also müsst ihr dann irgendwann so laufen und so laufen. Und dieser Schnittpunkt nennt man Golden Cross. Wenn dieses Golden Cross bestehen oder halt dann quasi ausgeführt wurde, heißt das eigentlich, dass der Kurs meistens dann nach oben geht. Aber ihr wisst ja selber, ist nicht immer alles so. Also, alles klar. Rising Broadening Wedge sollte nach unten ausgeführt werden. Wenn er nicht nach unten ausgeführt wird, schauen wir dazu einfach den 4-Stunden-Chart an, nehmen die Moving Average Linie wieder raus. Bisschen krumm, macht nichts. So, wenn der nicht ausgeführt wird, das heißt, wenn der Kurs jetzt nicht mehr hier unter diese rote Unterstützungslinie fällt, ungefähr bei 2700, ja, wenn wir jetzt nicht gleich wieder abverkauft werden hier, nach der schönen Manipulation, dann kann es natürlich sein, der Kurs geht weiter, geht wieder an 24.000 und geht weiter, bricht hier oben dann endlich mal diesen Widerstand oder beziehungsweise diese Widerstandslinie. Ja, wenn die dann so gebrochen ist, haben wir einen Ausbruch auf 25, Retest und dann kann es weitergehen. Warum 25? Warum sagen so viele 25? Ja, wir warten noch, bis die 25 kommt oder die 25 kommt noch. Ja, zeige ich euch. Und zwar hier ist die 25. Das war der letzte Widerstand hier bei 25.000, bevor der Kurs auch nochmal nach unten abgerauscht ist. Und deswegen hoffen so viele, dass wir die 25 nochmal knacken und nach oben gehen. Und ja, die dann quasi mitnehmen, bevor wir eventuell wieder abwärts gehen. Aber wie gesagt, dafür muss 24 geknackt werden und das war zu viel. Diese Linie hier oben, also diese Widerstandslinie, die muss auch geknackt werden. Und wie gesagt, die Unterstützungslinie haben wir auch noch, wo Bitcoin heute schon bei 22,7 natürlich diese Linie mit angetestet hat. Wir machen jetzt aber nochmal ein bisschen besseren Fall. Wie gesagt, wir nehmen den Mittelwert. So. Also. Wir machen einfach hier den Pfeil hin. Also müssten wir 21.500 nochmal erreichen, wenn diese rote Linie hier nach unten geknackt wird. Müssen wir einfach mal gucken. Wie gesagt, das kann jetzt wirklich sein. Ne, wollte ich nicht hin. DXY wollte ich hin. Ah, guck mal, jetzt kommt nicht der DXY ein bisschen zurück und der Kurs geht schon wieder ein bisschen runter. So, auf dem 1-Stunden-Chart. Also auf jeden Fall wisst ihr jetzt bei Bitcoin, auf was wir achten müssen, was so passiert ist. Ansonsten weiterhin halt einfach eine Seitwärtsbewegung mit diesem leichten Broadening Wedge, das einfach leicht nach oben aufgeht. Dann sind wir abverkauft worden, am Montag. Ja, also hier ging der Kurs zurück, hat natürlich wieder diese Linie als Unterstützung genommen und dann bildet der Kurs ein Broadening Rising Wedge. Genauso wie das große Broadening Rising Wedge. Preisziel wäre hier unten 22.500 und somit, wenn wir dieses Preisziel bei 22.500 erreicht hätten, wenn jetzt nicht diese Kerze hier dazwischen gekommen wäre, weil eigentlich ist das Pattern jetzt für den Arsch. Ja, hinfällig. Auf jeden Fall, wenn die in der Linie bricht, ja, sehen wir, geht der Kurs dann auf jeden Fall nach unten unter diese Linie, bestätigt, wenn er nicht wieder hochgeht. Ja, und wenn der Kurs runtergeht, bestätigt, dann gehen wir weiter runter und dann kommen die Ziele zum Tragen, die ich vorher schon genannt habe, dass wir einfach weiter unten hier ungefähr bei 21,5, 21,6 dann ja, diesen Bereich nochmal antesten, bevor wir eventuell nochmal hochgehen sollen. Gut, soviel zu Bitcoin. Achtet ein bisschen darauf. Die Bitcoin-Dominanz, ja, läuft auch seitlich, nimmt gerade ein bisschen ab. Das heißt, jetzt werden eventuell in der letzten Stunde nimmt es ein bisschen ab. Wir waren jetzt hier bei 44,6%. Ihr seht ja, 44,78 ist so signifikant gerade. Und wenn er jetzt ein bisschen runtergeht, die Dominanz, ja, die prozentuale Anteilung an Kryptoassets im Markt auf Bitcoin, dann kann es sein, die Altcoins kriegen ein bisschen was, Ethereum kriegt ein bisschen was und ja, können wir uns aber gleich mal Ethereum angucken. Ethereum ist sogar heute stark gestiegen. Also, wenn wir eine rote Kerze bei Bitcoin haben, das ist die hier,
und eine grüne Kerze bei Ethereum, haben die Leute umgeschichtet und haben Bitcoin verkauft und Ethereum gekauft. Also das Geld dann quasi von Bitcoin in Ethereum getan. So, wir schauen aber auf Ethereum. Wir bleiben mal im 1-Stunden-Chart. So, es hat sich natürlich durch die Kerze ein bisschen einiges geändert, aber ja gut, okay. Jetzt gucken wir mal. Wir hatten hier ein symmetrisches Dreieck gebildet, das, wenn es nach unten ausbricht, Preisziel bei 1519 waren und wenn es nach oben ausbricht, ein Preisziel von 1160. Ja, was ist denn passiert? Tatsächlich ist es so, ja, wir sind hier, ja, man sieht es leicht, wir sind hier nach unten ausgebrochen, Fake-Ausbruch nach unten. Ja, dann werden die ganzen Retail-Trader, also wir oder die ganz normalen Leute, wieder rejected. Dann geht es hoch und dann kommt der Ausbruch nach oben. Wir erreichen tatsächlich nochmal die 1660 Dollar, die eigentlich auch Preisziel waren, bevor der Kurs dann am Montag gedumpt ist. So, dann weiter, Kurs geht runter. Natürlich haben wir da alle gehofft, hier oben, yay, es könnte natürlich wieder hier drüber gehen. Ja, was war? Runter, 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 pam, hoch, pam. Und dann war es das. Genau das gleiche. Rising Broadening Wedge müsste eigentlich nach unten ausbrechen. Deswegen haben wir hier ja auch diesen Pfeil, also 1557. Ist auch passiert. Gerade eben. Also vorher. Für die Leute, die das Video ein bisschen später angucken. Tatsächlich, also ihr seht ja, der Kurs bricht nach unten durch. Läuft den ganzen Tag so ein bisschen seitwärts, dann geht er hoch und hier gerade wurde abverkauft und hier unten haben die Leute einfach relativ wieder viele Long-Positionen liegen gehabt, aber Preisziel erreicht bei 1555. Also wir haben ja das Preisziel ungefähr bei 1557 gehabt, ja, aber Preisziel erreicht und dann pumpte der Kurs jetzt bis hier hoch. Also die Kerzen habe ich euch anfangs vom Video erklärt. Jetzt gucken wir mal, was denn das Preisziel wäre, wenn wir hier, ach so, ja, übrigens, wäre das hier ein nicht ganz sauberes, das sage ich ja auch in der Kryptonauten-App jeden Tag, nicht ganz sauberes Schulter-Kopf-Schulter-Pattern. Also wenn der Kurs jetzt wieder runterkracht, dann gilt es immer noch. Wenn der Kurs jetzt hier wieder weiter hochläuft, an die 1660, dann nicht mehr. Und dieses Schulter-Kopf-Schulter-Pattern hat natürlich auch ein Preisziel. Ob es so kommt oder nicht, ihr wisst es selber, weiß niemand. Außer die Leute, die den Kurs manipulieren. Also, wir setzen das unten an die Unterstützungslinie und dann hätten wir hier 1406 als Ziel. Preisziel bei Ethereum. 1406. Wie geht es aber auch mal hier in den Daily? Hier sieht man es so ein bisschen besser. Schulter, Kopf, Schulter. Also, Schulter, Kopf, Schulter. Das Rote ist die Unterstützungslinie. Was machen uns denn unsere Moving Average Linien hier? So, wir hatten hier, also da wurde der Kurs auf jeden Fall mal gebremst. Hier die EMA 200-Tageslinie liegt bei 1517, also wenn der Kurs wieder runterkommen sollte, kann man sagen, er geht schön stark nach oben. Ja, bremsen wir erstmal bei 1517. Und weiter unten haben wir unsere Moving Average Linien. Und wie ihr seht, Moving Average 200-Tageslinie ist die rote bei 1437. Kann sein, wir wicken kurz runter und dann geht es wieder hoch. Aber auf jeden Fall in diesem Bereich hier werden wir relativ viel Unterstützung haben. Ja, in diesem Bereich. Also wir können aber hier so vier Gegenkästen hinmachen, andere machen die andere Kästen hin. Ich mache das jetzt einfach so. Also Moving Average 50-Tageslinie 1376, Moving Average 200-Tageslinie liegt bei 1437. Also müssen wir einfach mal aufpassen, ob wir, wenn der Kurs weiter runtergehen sollte, das hier einfach nochmal antesten. Einfach so ein bisschen aufpassen, wie gesagt. Schulter-Kopf-Schulter-Pattern, wenn es ausgeführt wird. Was kann denn sonst noch passieren? Wir gehen dafür wieder auf den 4-Stunden-Chart. Der ist ein bisschen leichter anzugucken. Machen da aber auch die Moving Average-Linien raus, weil die hier nicht so ganz relevant sind. Also, Widerstand, nächster 1660. Unterstützung, diese, ja, genau, diese rote Linie hier unten. Also aktuell so bei 1550. Ist unsere aktuelle Unterstützung. Wenn wir schon im 4-Stunden-Chart sind und sehen nach diesem Ausbruch diese kleine Kerze hier und sagen, okay, wenn die so schließt, dann geht der Kurs auf jeden Fall nochmal ein Stückchen runter. Wenn die rot schließt, kann es sein, wir gehen nochmal weiter hoch oder testen hier oben nochmal die 1629 an und dann gehen dann runter. Also schon mal alles drin. Aber wenn die Kerze
so bleibt und grün bleibt, sehen wir auf jeden Fall nochmal einen kleinen Abverkauf und dann vielleicht weiter oder nicht, aber ja. Auf jeden Fall, Widerstand 1660, Unterstützung hier unten 1550, 1540 auf jeden Fall, seht ihr an diesen zwei Kerzen oder diesen Kerzen, waren es auch 1540 als Unterstützung. Hier eigentlich auch, weil der Kurs ging bloß kurz runter und dann wieder hoch. Nächste Unterstützung liegt bei 1480, 1420 oder die Moving Average 200-Tageslinie, die ich euch gerade gezeigt habe. Ja, und dann schauen wir auf jeden Fall nochmal auf unseren Wall Street Cheat und sehen wir im Tagesstart eigentlich nicht viel. Wir sind ungefähr hier immer noch. Also es könnte natürlich sein, dass wir mal was wieder runter, wieder hochgehen und dann da langsam die 13.4 vielleicht antesten. Ja, nächstes Jahr oder im Sommer eventuell. Müssen wir gucken, das Wyckoff-Pattern ist ja gerade nicht so aktuell, aber hat sich hier nicht viel verändert, weil wir ja und dem ganzen Sache ein bisschen Zeit geben müssen. Jetzt gucken wir aber nochmal, was ist denn in der letzten Stunde jetzt noch passiert. Ja, Bitcoin pumpt fleißig weiter. Krass. Also nach wie vor Riesenkerze. Und wie ihr seht, läuft weiter. Ethereum auch. 1637. Was macht der DXY? Der sinkt weiter. Also gut. Müssen wir mal gucken, wie es dann morgen aussieht. Ob wir dann wirklich die 1660 erreicht haben oder nicht. So. Ich wünsche euch noch eine schöne restliche Woche. Schreibt gerne was in die Kommentare, lasst ein Like da und dann sehen wir uns einfach nächste Woche. Ciao.